kiloweise verkaufbar, wunderbar. So. Wir sind alle bereit hier. Wir sind alle bereit, wunderbar. Ja, willkommen zum zweiten Vortrag zum Thema URLs in Joomla. Diesmal nicht an Anfänger gerichtet und an Anwender, sondern an Entwickler. Und zwar wird es in Joomla 3.5 tolle neue Sachen geben und es wird ganz toll. Deswegen fangen wir einfach mal an. Wie ich gerade schon gesagt habe, das Ganze zielt auf Entwickler ab. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach fragen, Arm hoch. Ich versuche, so schnell wie möglich zu beantworten und so gut natürlich wie möglich. Wir haben folgende Ziele. Wir möchten ganz gerne für unsere Komponenten qualitativ hochwertige Router erstellen. Das heißt, wir möchten was haben, was was schöne URLs generiert, was immer die richtigen URLs generiert und was diese URLs auch wunderbar lesen kann und nicht irgendwie wie jetzt momentan allen möglichen Schrott akzeptiert. Ich weiß nicht, wer jetzt da sich alles schon mal mit ein bisschen auseinandergesetzt hat, aber es gibt da so schöne Sachen, dass man zum Beispiel bei Joomla momentan für den Artikel-Alias so ziemlich alles eintragen kann in der URL. Solange die ID stimmt, wird das Ganze akzeptiert und ja, das ist jetzt eher so suboptimal. Ich möchte ganz gerne euch den zukünftigen Router in Joomla vorstellen und vor allen Dingen, was ihr für Möglichkeiten habt, an der Art und Weise, wie Joomla seine URLs behandelt, wie ihr dort einwirken könnt. Wahrscheinlich haben einige von euch mitgekriegt, dass ich letztes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne gemacht habe, um eben gerade diese Arbeit zu finanzieren oder zu unterstützen. Es ging mir in erster Linie darum, dort auch ein bisschen mehr Druck gegenüber entscheidenden Leuten aufbauen zu können. Denn wenn ihr seht, da sind jetzt ungefähr 600 Stunden an Arbeit reingeflossen. Davon waren ungefähr 100 Stunden Entwicklungsarbeit. Die restlichen 500 Stunden waren nur Gespräche, um die Leute davon zu überzeugen, um denen das zu erklären, zu erläutern, näher zu bringen. Sucht euch noch weitere Synonyme aus, falls euch was einfällt. Die Crowdfunding-Kampagne war an sich ganz erfolgreich. Wir haben halt das Ziel innerhalb von 3 Tagen erreicht. Vielleicht sollte man aber auch wissen, dieser Crowdfunding-Kampagne lief auch schon verschiedene Sachen voraus, wo ich versucht habe, eben diese Änderungen schon einzubringen. Die ältesten Sachen davon sind von 2009. So, also die Idee dahinter. Der Status der ganzen Sache, da steht jetzt einfach, läuft. Das ist etwas ambitioniert. Da komme ich gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Aber die wichtigen Sachen, die funktionieren schon. Und ich habe vorhin noch mit dem Roland gesprochen, der sich der Release-Leader ist für 3.5. Und wir beide sind uns jetzt auch schon sehr einig, was auf jeden Fall in 3.5 reinkommt und was vielleicht erst dann in 3.6 reinkommt, wenn ich jetzt nicht die Zeit finde. Denn das ist momentan mein größtes Problem. Ich sollte eigentlich das ja schon fertig haben, oder es sollte eigentlich schon fertig sein, aber die letzten 2 Monate, wo dann sich von Joomla-Seite endlich was bewegt hat, hatte ich keine Zeit und habe das nicht weiter verfolgen können. Wir haben jetzt abgemacht, dass da innerhalb der nächsten 2 Wochen was passiert. Das neue Routing in Joomla unterteilt sich in einmal den Applikationsteil und einmal in den Komponententeil. Ihr kennt das alle, den Komponentenrouter, den ihr als Entwickler schreibt. Und eben der Teil, der sich eben um zum Beispiel das Menüsystem kümmert, was sich um SSL-Verschlüsselung kümmert, solche Geschichten, das ist der Applikationsteil. Und bisher war es so, dass dort eigentlich alles einfach hart reinkodiert war. Man konnte zwar eigene Regeln mit an das System andocken, aber die Möglichkeiten dort waren doch in gewisser Weise beschränkt.
vor allen Dingen ein ganzer Teil dieser Sachen ist einfach nicht änderbar und läuft, bevor ich überhaupt irgendwie was da machen konnte. Da konnte man dann als Entwickler gegensteuern, indem man dann ein System-Plugin geschrieben hat, was dann, bevor der Router überhaupt irgendwas gemacht hat, eingegriffen hat. Das ist allerdings auch keine optimale Lösung. Die Grundidee ist jetzt, der Router ist wie eine Pipeline, wie zum Beispiel im Prozessor. Wir schieben vorne eine URL rein, einen Query, und wenden darauf dann verschiedene Funktionen an. In diesem Falle, ich nenne es immer gerne Regeln, weil ich sage zum Beispiel, wenn das jetzt eine URL für ComContent ist, dann soll das einfach nur noch slash den Artikel-Alias als URL verwenden zum Beispiel und kein Menüpunkt. So, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und in dieser Pipeline wäre zum Beispiel auch der Komponenten-Router eine ganz normale Regel, die ich halt darauf anwende. Soll heißen, ich habe jetzt eine Regel für den SSL, für die SSL-Behandlung, ich habe eine Regel für das Menüsystem, ich habe dann irgendwo eine Regel, die eben den Komponentenrouter sich holt und die URL einmal dort durchlaufen lässt. So. Für eben diesen Applikationsrouter sind im Rahmen dieses Crowdfunding dann auch ordentliche Unit-Tests geschrieben worden. Also ich finde sie ordentlich. Robert sieht das ein bisschen anders. Komm, es ist wenigstens irgendwas da. Es entspricht vielleicht nicht dem Code-Style, den du gewöhnt bist, aber man kann jetzt zumindest überprüfen, dass das, was wir eben in Joomla einchecken, in GitHub, dass das eben auch nicht jetzt anderer Leute Webseiten kaputt macht. Dann gibt es für den Router selber gibt es jetzt Routing Stages. Also ich kann Regeln eben jeweils registrieren für die verschiedenen oder für die verschiedenen Prozesse, die ich ausführen möchte, in jeweils drei Schritten. Einmal da ich habe so ein Pre- oder Vorbearbeitungsschritt, dann habe ich einen Hauptschritt und eben einen Nachbearbeitungsschritt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte im ersten Schritt die richtige Sprache jetzt raussuchen lassen für die URL, im zweiten Schritt mache ich das Menüsystem und den Komponentenrouter, und im dritten Schritt kommt dann die Umwandlung zum Beispiel von der Seitenzahl von diesem Pagination-Plugin, wie heißt das auf Deutsch? Wo man halt dann einen Artikel in mehrere Unterartikel unterteilen kann. So. Ich weiß nicht, ob ihr alle das verwenden werdet, aber grundsätzlich diese Möglichkeit, eben Regeln eben Funktionen in diesen Prozess mit einzubinden, gab es schon vorher, gibt es seit Joomla 1.5, aber eben jetzt, bevor Joomla selber überhaupt Hand anlegt, dann während die Menülogik sozusagen durchgearbeitet wird und zum Schluss dann eben, nachdem das Ganze nochmal durchgelaufen ist. Des Weiteren gibt es für den Frontend-Router, für eben JRouter-Site, für die Klasse, gibt es jetzt die Möglichkeit, ich kann eben Komponenten-Router selber setzen. Das heißt, ich kann als Entwickler sagen, das ist ja schön, was der Komponentenentwickler dort, also als Site-Integrator, kann ich mir überlegen, okay, der Komponentenentwickler hat da vielleicht einen ganz netten Router gebastelt, aber das entspricht nicht dem, was ich gerne haben möchte. Dann kann ich eben in einem Plugin hingehen und sagen, ich setze meinen eigenen Komponentenrouter. Ich weiß nicht, wie viele hier schon mit den neuen Routern in Joomla 3.3 und 3.4 gearbeitet haben. Da gibt es jetzt klassenbasierte Router, irgendwer, der da hinten ein Arm, 2, 3, wunderbar. Das ist nämlich dann das Nächste.
Es gibt eben oder grundsätzlich sollen die Komponentenrouter nicht mehr aus zwei Funktionen Parse und Build bestehen, die dann einfach irgendwie reingeladen werden und gut ist und friss oder stirb, sondern ein Komponentenrouter ist jetzt eine Klasse. Es ist weiterhin einfach Komponentenname Router, aber diese Klasse implementiert das Interface jComponentRouterInterface. Das hat auch wiederum nur Build und Parse, aber es ist halt was, womit wir dann jetzt objektorientiert arbeiten können. Und wenn wir jetzt dann gleich weiterschauen, dann wird man sehen, was das alles für Vorteile hat. Die Core-Komponenten haben alle einen Konstruktor, der sowohl ein Application-Objekt als auch ein JMenu-Objekt entgegennimmt, womit das dann auch möglich ist, dass ich Komponentenrouter bzw. generell den Router vom Frontend auch im Backend verwenden kann, indem ich halt mein eigenes Application-Objekt dort rein schiebe. Funktioniert natürlich nur, wenn alle sich da dran halten, wenn irgendwer jetzt dann eben in den Router-Regeln oder in dem Komponenten-Router dann irgendwie doch reinschreibt, ist Frontend oder ist Side und dann abbricht, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber so kann man eben auch Frontend-URLs im Backend jetzt sauber und relativ einfach generieren. Wir haben Parse und Build als Funktionen, als Methoden der jeweiligen Router. Es ist relativ einfach zu verstehen, es ist im Zweifelsfall im Interface dokumentiert, schaut es euch an. Wenn ihr jetzt in die momentanen Core-Komponenten-Router reinguckt, seht ihr, dass dort immer noch die beiden Funktionen mit enthalten sind von früher, also Komponentenname Router Parse und Komponentenname Router Build. Das ist für die Rückwärtskompatibilität. Somit könnt ihr eure Anwendungen im Zweifelsfalle auch auf älteren Installationen verwenden. In dem Fall müsstet ihr natürlich das Interface mitliefern oder Basisklassen, die ihr verwendet. Allerdings, es war auch in erster Linie so gedacht, dass ältere Extensions wie SH404, die noch installiert sind, dass die halt auf diese Sachen zurückgreifen können. Letztendlich gibt es immer noch an diesem Punkt das Item-ID-Problem. Eine Lösung dafür kommt hoffentlich jetzt mit Joomla 3.5 und das werden wir dann später noch sehen. Ja. So jetzt einfach mal ein ganz einfacher Router in Joomla 3.4, der einfach nur dafür sorgt, dass die richtige Item-ID rausgesucht wird. Es gibt immer noch viele, oder Joomla hat damals mit Joomla 1.5 dummerweise irgendwann diese Helper-Klasse Content-Helper-Route eingeführt, wo ich mich immer noch drüber ärgere, weil diese Klasse wird dann auf jede URL vorher einmal aufgerufen und dann erst das Ganze an JRoute übergeben. Und dann sucht der Komponentenrouter selber, sucht gar nicht die richtige Item-ID raus. Das hat insofern Nachteile, als dass JRoute selber nichts von der jeweiligen Klasse, der Komponente der Helper-Klasse weiß. JRoute weiß nicht, dass es eine Content-Helper-Route gibt. Und wenn dann die URL ausnahmsweise mal nicht dadurch gegangen ist, weil man die zum Beispiel per Hand in einen Artikel reingeschrieben hat, dann kriegt man nicht die richtige Item-ID daran gehängt und die URL entspricht halt nicht dem, was wir eigentlich haben wollen. Deswegen gibt es dann hier jetzt einfach mal beispielhaft den Code, wie das dann aussehen kann, damit man eben da die richtige Item-ID immer in seiner eigenen Komponente richtig raussuchen kann. Aber wir fangen mal oben an. Wir sehen, wie ich schon sagte, Komponentenname. Ich gehe jetzt einfach mal von comHello aus. Router ist dann halt der Name des jeweiligen Komponentenrouters. Das sucht er sich automatisch raus, wenn jetzt nicht jemand einen Override irgendwie registriert hat oder sowas. Also beim Override ist es ihm egal, wie er das benennt, aber das kann er halt automatisch erkennen, wenn ihr eine Router-PHP anlegt und dort eben den Komponentenrouter reinmacht.
Dann haben wir eine J-Component Router Base. Diese Klasse enthält eigentlich nicht viel. Sie sorgt nur dafür, dass ihr halt das Interface implementiert, dass dort das richtige, also dass das Interface geladen wird, dass das Application-Objekt und das Menü-Objekt, was dem Konstruktor übergeben wurde, dass diese entsprechend mit eingebunden werden und in Variablen eingetragen werden. Und ich glaube, es hat noch abstrakte Funktion, abstrakte Methoden für eben Parse und Build. Aber damit könnt ihr euch halt schon ein bisschen Arbeit ersparen. Und man sollte jetzt noch wissen, diese Komponentenrouter werden nur einmal instanziert. Also am Anfang, wenn Joomla das erste Mal aufruft, dann werden die halt erstellt. Und danach werden die Objekte aber nicht einfach wieder weggeworfen. Sondern somit könnt ihr halt davon ausgehen, wenn ihr jetzt hier euch... Ich weiß nicht, wer hat alles schon mal so eine Helper-Route-Klasse für seine Komponente geschrieben, um die Item-ID rauszufinden? Ja, ihr habt dann halt immer dann, wenn man nach dem Joomla-Schema vorgeht, habt ihr da dieses Find-Item oder ich glaube Find-Item heißt es, ne? Und dann steht dort erstmal, ist denn jetzt schon die Lookup-Tabelle befüllt? Wenn nicht, dann müssen wir jetzt dann das einmal alles befüllen und dann irgendwo da unten drunter steht dann, sammeln wir doch jetzt mal die richtige Item-ID raus. So, das kann man eben im Konstruktor schon wunderbar vorher abfangen. Wir müssen jetzt nicht jedes Mal überprüfen, ist jetzt das schon befüllt oder ist das nicht befüllt. Das sparen wir uns halt alles dabei schon. Und für mich ist das persönlich immer so eine Sache, eine kurze Methode lässt sich immer besser lesen als eben so ein Rattenschwanz, selbst wenn da jetzt dann irgendwie zwei, drei Sachen mit reingeschliffen wurden. Deswegen einfach im Konstruktor, wir suchen uns die Menüpunkte von unserer Komponente raus, also in diesem Teil, wie man sieht, wir haben unser eigenes Menüobjekt, wenn wir halt auch Unit-Tests für unsere Erweiterung machen möchten, dann kann man eben dort auch sein eigenes Fake-Objekt dann wunderbar reinschicken und dann gehen wir die Elemente durch und setzen dann für alle Views dementsprechend unsere Menüpunkte oder Menüeinträge. Das kann man natürlich jeder machen, so wie er will. Das habe ich jetzt einfach nur mal als Beispiel relativ schnell zusammengetackert. Und wenn man dann zu den Build- und Parse-Methoden geht, dann sieht man, die Query-Variable ist einfach nur ein Array und wird übergeben. Und dann gucken wir halt, ist das ein View und haben wir dafür einen Menüpunkt, dann setzt die Item-ID und schmeißt den View weg. So. Und dann geben wir halt die leeren Segmente aus und fertig haben wir schon dafür gesorgt, dass bei einer einfachen Komponente eben die richtige Item-ID immer angegeben wird und wir müssen nicht noch eine extra Klasse schreiben, wir müssen nicht jedes Mal dran denken, die im Code auch zu verwenden. Das funktioniert auch, wenn wir das in Artikeln irgendwo in statischen Inhalten mit reingepackt haben. Ja, ansonsten könnt ihr hier an dieser Stelle immer noch euren ganz normalen Komponentencode, Routercode mit reinpacken. Das hat sich nicht großartig verändert, aber man kann natürlich jetzt auch sagen, weißt du was, ich lege mir jetzt einfach hier noch ein paar Untermethoden an, wo ich dann die Sachen hin auslagere. Ich kann hier mit rekursiven Aufrufen irgendwie was machen. Kann man natürlich auch bei funktionaler Programmierung wie in den bisherigen Routern, aber ich hoffe, dass das ein bisschen mehr die Kreativität anregt, da so ein bisschen mal rum zu experimentieren. Und so kommen wir dann zum Router in Joomla 3.5 hoffentlich. Ich habe vorhin noch mit Roland darüber gesprochen, was wir denn da jetzt schaffen. Denn wie gesagt, ich hänge so ein bisschen mit der Sache hinterher. Aber toi, 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 innerhalb der nächsten zwei Wochen sollte das was werden. Der Router in Joomla 3.5 geht von der Idee aus, dass alles erstmal, also dass wir grundsätzlich erstmal nur die URLs hübsch machen müssen, die auf einen View verweisen. Wir haben ab und zu mal, dass wir einen unterschiedlichen Task aufrufen. Im Frontend für ComContent zum Beispiel Task gleich article.edit, so. Das ist aber
nur bedingt jetzt wichtig für uns, weil wir wissen, wenn wir diesen Task, am Ende jedes Task machen wir einen Redirect wieder zu einem normalen View. Deswegen müssen wir uns eigentlich nur um die Views kümmern. Klar, vielleicht sieht die URL nicht ganz so hübsch aus, wenn wir das erste Mal draufklicken, aber das Endergebnis, was im Browser steht, ist normalerweise immer eine schöne suchmaschinenoptimierte URL, wie es ja geschimpft wird. Der Task ist da in dem Falle erstmal nicht so wichtig. Und 99,9% aller URLs in Joomla sind eben einfach rein view-basiert. Auch da wieder diese Idee, die wir im Applikationsrouter haben, dass man eben da eine Pipeline hat, in die man eine URL reinschiebt und dann die verschiedenen Regeln drauf anwendet. Und zum Schluss kommt dann halt ein neues oder eine verschönerte Version hinten raus. Um dann diese URLs wirklich auch so schön darzustellen, wie wir das gerne hätten, muss der Router natürlich ein paar Infos haben. Und dafür geben wir ihm die Hierarchie der Views innerhalb der Komponente mit. Als Beispiel, wir haben hier in ComContent haben wir Archive und Form und irgendwas anderes habe ich noch vergessen. Und wir haben die Views Categories, Category und Article. Und es ist immer klar, wenn ich einen Artikel aufrufe, einen Beitrag, dann ist dieser Beitrag mindestens in einer Kategorie. Es gibt also einen Category View, der diesen Beitrag vorher auflistet, und es gibt einen Categories View, der eben diese Kategorien anzeigen kann. Wir haben natürlich vielleicht einen Shortcut mit einem Menüpunkt gelegt, der direkt eben auf den Beitrag zeigt, aber wir wissen, ein Beitrag ist immer in einer Kategorie und eine Kategorie wird immer in einer Kategorienliste eben Categories angezeigt. Deswegen müssen wir halt dem Router das entsprechend mitgeben. Und es gibt dann halt eine Reihe an Standardverhalten, die wir eben als Regeln auf diese Sachen anwenden können. Um das alles einzubauen, gibt es dann eben die Klasse JComponentRouterView. Ihr müsst einfach nur euren Komponentenrouter davon ableiten und dann wird alles gut. Auch hier ein bisschen Codebeispiele. Das ist jetzt der komplette, das ist der wichtigste Teil des Content-Routers. Man sieht hier, wir sind wieder im Konstruktor. Wir haben eine JComponentRouterViewConfiguration. Ja, die Namen sind vielleicht ein bisschen lang. Und dort geben wir mit, wie denn dieser View jetzt heißt. Wir setzen den Identifier, der in dem Query verwendet wird. Und wir registrieren dann diesen View. Das haben wir jetzt für Categories gemacht. Für die Kategorie selber machen wir das wieder so. Wir haben wir geben den Namen Category. Das ist dann der Name, der als Bezeichner im Query verwendet wird. Also View gleich Category zum Beispiel. Wir setzen den Identifier, den wir hier haben, mit ID. Soll heißen, wenn wir View gleich Category, ID gleich 42 aufrufen. Und wir sagen, ganz wichtig eben, wir haben als Eltern-View den Categories-View. Und dann eben als Bezeichner wieder, unter welchem Bezeichner ich denn in dem jeweiligen Query die ID für den Elternview mitgebe. Ich kann des Weiteren noch sagen, dieser View ist nestable, also der kann sich selber wieder aufrufen. Und ich kann zum Schluss sogar noch ein Layout hinzufügen, wobei das momentan noch keinerlei Funktion hat. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das sinnvoll in der ganzen Geschichte unterzubringen. Und zum Schluss registriere ich das Ganze wieder. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen klarer, wenn man das dann für den Artikel sieht oder für den Beitrag. Wir nennen das ganze Ding Artikel. Wir setzen den Key-ID und dann eben den Eltern-View-Category, und als Bezeichner in der jeweiligen URL wird dann halt Cat-ID verwendet.
soll heißen, wenn ich jetzt in einem, wenn ich eine URL dort reinreiche und die heißt View gleich Article, ID gleich 22 und Cat-ID gleich 42, dann weiß der Router, okay, dass das, die Eltern oder der Eltern-View ist ein Category-View, der hat die ID 42 und der View, den ich jetzt gerade aufrufe, ist ein Article-View und der hat die ID 22. Hier unten sieht man, dass man eben einzelne Views, die jetzt keine irgendwie speziellen Identifier haben, kann man hier eben auch noch registrieren mit Archive-Featured-Form, einfach nur mit dem Bezeichner für den jeweiligen View. So. Wir führen wieder einfach den Elternkonstruktor aus und dann kommt der spannende Teil. Wir gehen jetzt hin und fügen verschiedene Regeln hinzu. Regeln haben wiederum auch ein eigenes Interface, J-Component Router Rules Interface. Ich glaube, ihr merkt so langsam das Schema dahinter. Und diese Regel hier zum Beispiel kümmert sich für euch um das komplette Item-ID-System. Wenn ihr also das hier angebt und diese Zeile einfügt, macht der Router für euch alles, was mit der Item-ID zu tun hat. Er sucht die richtige Item-ID raus, er hängt die an und den ganzen, alles, was dazugehört. Des Weiteren sieht man hier jetzt, dass, dass das Verhalten von dem bisherigen Router von ComContent einfach in eine Datei ausgelagert wurde und jetzt erstmal so mit angehängt wird. Es wird dann noch eine, mindestens noch eine weitere Regel geben, J-Component Router Rules Standard, die halt das bisherige Verhalten von Joomla, von den Joomla-Routern fast eins zu eins so wieder einbauen wird, dass man jetzt mit dieser einen Regel, die man einfach nur anhängen muss, danach alle weiteren Komponenten-Router sozusagen erschlägt. Jo. Es gibt dann noch weitere Teile, die man halt hinzufügen muss bisher. Vielleicht fällt uns noch... Ja? Noch mal kurz eine Frage. Ja? Wenn du schreibst diese View Configuration, dann ist aber mit der View gemeint, dann ist kein Menüpunkt gemeint. Nein. Es geht hier nur darum, dass ich irgendwie darstellen kann, genau welche Struktur ich habe. Also weil im Endeffekt ist das ja immer irgendwie ein Baum, den wir dann dort aufbauen, irgendwie eine Hierarchie. Und das lässt sich halt anhand der Bezeichner für die Views und anhand der Ordnerstruktur oder sowas lässt sich das ja alles nicht feststellen. So. Dann macht er das wie bisher auch und er nimmt das Erste, was er findet und sagt, bingo, passt. So. Also grundsätzlich, wie auch bei der bisherigen Helper-Klasse, läuft das so ab, dass er eben die Methode oder die Item-ID verwendet, die kürzeste URL ab dem Menüpunkt garantiert. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Menüpunkt, der auf einen Kontakt direkt verweist, dann ist das halt nur noch der Menüpunkt. Wenn ich auf die Kontaktkategorie verweise, dann hängt er den Kontakt halt hinten noch an. Aber ja, das wäre dann so. Sonst noch Fragen? Wie gesagt, bitte direkt fragen, wenn irgendwas unklar ist. Das ist eine ganze Menge Stoff. Ja? Ja. Ich habe das Problem, dass es in Core Joomla momentan keine allgemein irgendwie anerkannte Standardverhalten für die Layouts gibt. Also entweder sind die Layouts direkt im Menüpunkt hinterlegt, wie beim Kategorie Block, oder es gibt halt keinen extra Verweis irgendwie auf irgendwas. Also zum Beispiel alle Formularansichten sind halt direkt nur
also im Frontend sind halt eigene Views. Deswegen habe ich da jetzt nichts, worauf ich irgendwie bauen kann. Und ich wollte so ein bisschen den Krieg im Forum vermeiden oder auf den Mailinglisten das auszudiskutieren. Deswegen gibt es noch keine Lösung dafür, ja. Tasks sind, wie gesagt, eine Sache, wo ich sagen würde, das ist nichts, was irgendwie hübsch gemacht werden muss, die URL. Wie gesagt, du klickst auf den Link, der dich zum Task führt, und danach machst du normalerweise immer ein Redirect. Zumindest ist das so die Philosophie, die wir seit weiß nicht, 1.6 ungefähr verfolgen. Ist das so? Gut. Wir haben dann noch so ein paar Sachen. Ich hatte es erst versucht, komplett ohne sowas hinzukriegen. Dann wird es aber sehr, sehr hässlich und wir binden uns ein wenig an dieses Standardschemata mit alles muss immer ID heißen und solche Geschichten. Wir müssen ja irgendwie jetzt herausfinden, was soll denn jetzt in die URL rein, wenn ich dem Router hier eine ID übergebe. Und so gibt es jetzt für jeden View, der eben auf eine ID verweist in irgendeiner Weise, also im Fall von ComContent eben der Category, Categories und Article View, gibt es jeweils eine Methode, die für den Build-Prozess, in diesem Falle GetCategorySegment, oder für den Parse-Prozess GetCategoryID, das sehen wir gleich, noch zuständig ist. Und in diesen Methoden kann man dann eben angeben, wie soll dann jetzt weiter damit verfahren werden. Man sieht zum einen hier jetzt, wir holen uns halt die JCategories-Instanz mit unserem Namen, von unserer Komponente, holen uns die ID, die wir hier in ID enthalten haben. Und dann, wenn halt dort eine Kategorie zurückkommt, dann geben wir den gesamten Kategoriepfad von der Wurzel bis eben zu dieser Kategorie als Array zurück. Categories, ein völlig nutzloser View, den wir auch so schnell wie möglich eigentlich loswerden sollten, aber wir haben ihn jetzt am Bein, muss also auch behandelt werden, verhält sich genauso wie im GetCategory. Und beim Article haben wir halt einfach nur, dass wir die bisherige ID zurückgeben, weil wir gehen davon aus, dass diese ID eben den Slug mit enthält, also den Alias. Jetzt kann man an dieser Stelle zum Beispiel sagen, das, was wir jetzt hier ausgeben, wird verwendet, um später damit die URL zu erstellen. Deswegen könnten wir jetzt zum Beispiel hier sagen, okay, wir brauchen aber da die Article-ID gar nicht mehr. Wir schneiden die vorne ab und geben nur noch den Alias zurück. Und damit wäre jetzt dieses Riesenproblem, was alle immer mit diesen IDs haben, wäre jetzt gelöst. So, dann haben wir eben die URLs ohne IDs. Im gegenteiligen Schritt, wenn wir dann eben jetzt die URLs wieder lesen wollen, haben wir hier halt GetCategoryID. Man sieht, wir haben hier eben das jeweilige Segment. Wir haben den bisherigen Query, den wir bearbeitet haben, den wir bisher herausgefunden haben. Wir sehen jetzt hier, okay, wenn wir an diesem Punkt sind, unser Router hat jetzt herausgefunden, wir sind in einem Kategorie-View. Und der Query hat dann halt hier schon diese ID aus dem Menüpunkt zum Beispiel gesetzt. Wir suchen uns die jeweilige Kategorie raus und gehen dann durch die Kind-Einträge oder die Kind-Kategorien durch und geben dort dann, wenn die Kind-ID mit der ID, die wir hier in dem Segment übergeben haben, wenn das übereinstimmt, dann geben wir halt als neue ID die ID dieses jeweiligen Kindes zurück. Wenn wir jetzt aber nichts finden, geben wir false zurück und er sagt, okay, es gibt jetzt keinen Eintrag für eine Kategorie für diese Werte, dann muss das in der Hierarchie eine Ebene weiter sein. Und das ist in diesem Falle dann halt der Artikel oder der Beitrag. Und dort nehmen wir halt wieder das Segment.
Jetzt haben wir das relativ einfach in Joomla, dass halt das Segment immer ID und der Alias ist und geben hier halt dann einfach nur die zu Integer gecastete ID zurück. Auch hier kann man dann, wenn wir jetzt halt die IDs bei den Artikeln rauswerfen, kann man an diesem Punkt sich das Segment nehmen und dann mit in der Datenbank halt einmal nachschauen, okay, das ist jetzt der Beitrag mit der ID sowieso und gleichzeitig wissen wir hier im Dollar Query stehen halt die weiteren Daten drin für die jeweilige Kategorie. Deswegen können wir dann anhand der Daten, die hier in Dollar Query sind und in Segment sind, können wir dann den richtigen Artikel raussuchen für den Beitrag. Momentan fehlen zwei Sachen. Zum einen, woran es jetzt, also ich weise nochmal darauf hin, die Crowdfunding-Kampagne ist im April letzten Jahres gestartet. Im Juni war der erste Code fertig. Es hat, glaube ich, bis November gedauert, bis er dann in Joomla aufgenommen wurde. Und erst danach konnte ich dann halt mit weiterem Code anfangen. Es zieht sich unglaublich, weil uns fehlen immer die Tests. Wir brauchen Leute, die sich diesen Code angucken, ein Code-Review machen, sagen, das sieht gut aus, das sieht schlecht aus, da müssen wir nochmal dran oder das funktioniert bei mir wunderbar, können wir da das jetzt nicht übernehmen. So. Und mir persönlich fehlt halt momentan Zeit. Es war eigentlich das letzte Jahr hätte wunderbar alles gepasst. Jetzt in den letzten zwei Monaten hatte ich ein bisschen viel zu tun, aber ich gelobe Besserung. Und wenn alles gut geht, haben wir ab November dann einen neuen Router in Joomla 3.5, der sehr viel flexibler ist und wo wir eben dann doch eine ganze Ecke mehr machen können. Jetzt habe ich noch den Punkt. Eigentlich wollte ich allerdings noch auf was anderes hinaus. Das scheint irgendwie beim Folien erstellen vergessen worden zu sein. Wir haben jetzt hier diesen neuen Router. Ich kann den mir eben erstellen lassen und ich sage mir, wunderbar. Jetzt möchte ich aber als Entwickler selber da noch ein bisschen was dran schrauben. Ich möchte zum Beispiel einen eigenen View per Plugin hinzufügen. Das heißt, ich gehe einfach hin, habe ein System-Plugin, das holt sich per JRouter-Site-Get-Component-Router den Router für zum Beispiel ComContent holt und ruft dann einfach nur hier nochmal erneut this register view für den jeweiligen View auf mit der entsprechenden Konfiguration und schon kann ich halt, wenn ich möchte, ComContent oder ComContact oder VirtualMart oder HikaShop oder beliebige andere Komponenten um eigene Views erweitern, zumindest im Bereich Routing. Ich kann natürlich dann später, wenn ich dann, also den View müsste ich dann halt selber noch mit reinschießen, aber diese Methoden hier sind public verfügbar, da kann jeder halt jetzt drauf zugreifen. Das war eigentlich noch eine Sache, auf die ich hinweisen wollte. Grundsätzlich, ich hatte vorhin darauf hingewiesen, ihr könnt euren eigenen Router schreiben und den mit Set-Component-Router dann dort reinschieben. Ich hoffe, das ganze Ding bringt uns alle ein Stückchen vorwärts. Das Spannende ist auch, dass es sogar schneller ist als der bisherige Router, den wir haben. Ich hatte da mal vor längerer Zeit, noch vor der Crowdfunding-Geschichte, ein bisschen Performance-Tests gemacht und da haben wir irgendwie so nochmal 20% gegenüber dem bisherigen Router rausschlagen können. Das würde mich persönlich doch recht freuen. So, noch Fragen? Der bisherige, es gibt eine Option für die Legacy oder Legacy Router nennt sich das ganze Ding. Das wird, also grundsätzlich ist das so eingerichtet, dass sich nicht wirklich was ändern wird. Was sich ändern wird, es gibt bisher diese, wenn man jetzt
sehr viele Kind-Kategorien dort noch hat, dann gibt es diese Sachen Menüpunkt slash 23 minus Kategorie slash Kategorie irgendwas slash Kategorie irgendwas slash 42 Artikel. So. Und wenn ich jetzt dann dort hinten was weggelöscht habe an dieser URL, dann bin ich trotzdem in die Kategorie 23 gekommen. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Es werden für jedes Segment der URL ist halt eigenständig. Ich habe nicht mehr einfach nur ID und dann den kompletten Kategoriepfad, sondern ich habe eben ID 1 mit dem Kategorie-Alias und dann ID 2 mit dem nächsten Kategorie-Alias und so weiter und so fort. Da ändert sich ein wenig was, aber für, ich sag mal, 90% aller Leute würde sich nichts ändern, wenn sie einfach den neuen Router aktivieren. Es wird aber grundsätzlich in Joomla 3.5 standardmäßig der bisherige Router auch weiterhin so verwendet werden, wie er ist. Dafür, ich gehe nochmal kurz zurück, gibt es hier eben in den jeweiligen Helpers-Ordner gibt es dann einen Legacy-Router-PHP. Diese enthält den bisherigen Router der jeweiligen Komponente 1:1. Und solange ihr jetzt nicht eben den Schalter in den, wir müssen noch ein bisschen ausdiskutieren, ob es jetzt global einen Schalter gibt oder in der jeweiligen Komponente einen separaten Schalter, solange ihr den nicht umstellt, ihr wollt jetzt gerne das neue Routing haben, dann ändert sich nichts. So. Aber wenn ihr das neue Routing nehmt, dann müsst ihr damit rechnen, dass sich eure URLs zumindest ein wenig verändern. Sprich, ich sage jetzt mal ganz blöd, die alten URLs bleiben, wie sie sind. Wenn ich neue anlege, bleiben sie auch so, oder bleiben sie nach dem alten Schema, aber ich kann nicht nach dem neuen Schema aufbauen. Genau. Mhm. Sonst noch Fragen? Dann vielen Dank.